Und damit moin, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge vom LS17 hier aus Südhämmern und mit der nächsten Folge im, ja, quasi Honigbereich. Wir haben jetzt hier so ein klein bisschen produzieren lassen schon. So, der Schreiner ist hier immer noch dabei, neue Bienenstöcke zu zimmern, wie ihr seht. Dann nehmen wir uns gleich nochmal eben wieder einen Bienenstock mit. Stellen den schon mal irgendwo wieder rein. Ich weiß nicht, warum er da immer nach oben weggeht, wenn ich was in der Hand habe. Sehr merkwürdig. Ach, so geht's. Wahrscheinlich, wenn ich ihn zu hoch halte oder so. So, den stellen wir noch mal hier mit rein. Ist überhaupt noch Platz drin? Aber ich glaube, wir haben jetzt ja wohl platziert. Kann auch nicht. Ich glaube, zwei standen mir schon. Liegt der jetzt hier irgendwo? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er ihn reingestellt, sonst würde er hier ja irgendwo liegen. Würde ich jetzt einfach morphen. So, da hinten die fleißigen Bienchen sind hier natürlich zugange. Hier jetzt nicht. Ach, wahrscheinlich, weil die Kartons voll sind. Aber wenn wir dann schon mal so einen Kartonstapel eben schnell ins Lager bringen. Hui. Hui. Irgendwie mit dem Gehen habe ich das noch nicht so recht drauf. So, und dann werden wir die hier schon mal ins Kühlhaus bringen. Und zack, stellt er sie da unten rein. Dann holen wir uns auch noch mal eben da was von den Paletten. Ihr seht, Holz haben wir hier auch so ein bisschen nachgestellt schon wieder, dass hier fleißig weiter die Bienenstöcke produziert werden können. Natürlich hätten wir den Honig jetzt auch, so wie jetzt, schon in den Verkauf bringen können. Das machen wir dann irgendwann auch mal. Aber in diesem Part, oder in diesem Fall, soll es ja jetzt wirklich mal explizit um die Honigmilch gehen. So. Auch mal eben rein. So, zack. Gewesen. Egal, wir nehmen das trotzdem mal weg. Habe es hier natürlich ein Stück von der Wiese mit rangegeben, weil wir jetzt natürlich ständig drüber fahren. Da fahren wir natürlich jetzt gerade die Wiese ein bisschen platt, aber ich finde das ganz okay, das hier auf der Wiese zu platzieren. Ist ja Natur. Und der Südhämmer Honig ist ja, wie alle wissen, auch quasi Natur pur. So, fahren wir den hier mal ein Stückchen weg. Und dann ist jetzt hier 100% Bauholz, 28% Honig jetzt erstmal. Gut, das werden wir natürlich auch noch voller machen. Dann haben wir uns hier schon mal Milch hingestellt. Frische Milch natürlich von unseren Kühen.
So, und dann fahren wir hier unter diese Milch-Ansaugstutzen quasi. So, sagen hier Milch abladen. Ihr seht, es ist auch wunderbar durch das Konto-Universalfass. Wird da auch der Schlauch angeschlossen und zieht das da hoch. So, dann schauen wir mal, wie viel da hineingeht. So, auf jeden Fall 10.000 Liter drin. Ich weiß gar nicht, wie viel da allgemein er an Milch aufnimmt. 16%, gut, da können wir auch glatt noch mal eben. Holen wir schnell noch eine Ladung. Ich habe da jetzt erstmal das kleine Fass gekauft. Zum Milchverkaufen selber haben wir ja noch den großen LKW mit dem Auflieger, der bei der Molkerei steht, der dann ab und zu mal vorbeikommt. Aber hier für den Hofbetrieb, denke ich, für Milch reicht dieses kleine Fässchen auch. So, da seht ihr auch wieder, Schlauch wird angeschlossen. Drehungen kriegen. So, das soll uns auch erstmal an Milch reichen. Haben wir auch ihn ein bisschen aus dem Weg hier. Zack, langt. Und dann sollte jetzt quasi die erste Honigmilch produziert werden. Milch ist leer, wir geben ihm einmal einen ganz kleinen Anstoß hier. So, und ihr seht jetzt hier haben wir 4166 Liter Honigmilch, die entstanden ist, 8%. Wo man die jetzt abputt, muss ich gerade selber mal eben glatt gucken. Das ist noch Bienenhonig. Irgendwo wird hier jetzt auch die gute Honigmilch stehen. Also, da könnt ihr mal sehen, vorher mal schlau machen sollen. Wunder mich, ich habe das ja eigentlich gesehen. Aber wo war denn jetzt die Honigmilch? Hier ist auf. Ach, hier muss man die wahrscheinlich mit dem Fass wieder aufladen, nehme ich mal an. Wir gucken einfach mal. So, Honigmilch laden. Dann laden wir mal Honigmilch. So, wir lassen die Zeit noch mal ein klein bisschen laufen, damit da ein bisschen mehr kommt. Ein Rind wurde geboren, Halleluja! So, zack, nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Und dann fahren wir die Honigmilch direkt verkaufen. So, ich denke mal, das langt uns erstmal zum Zeigen. Und dann donnern wir jetzt hoch und verkaufen die Honigmilch direkt.
So, wunderbare Honigmilch. Ich habe sie natürlich probiert und ich muss sagen, die schmeckt klasse. Aber, hallo. Aber wer kann sich das nicht denken, dass Honigmilch natürlich der größte Knaller ist, den es überhaupt geben kann. Frische Milch, natürlicher Bienenhonig. Und wenn das dann beides noch aus Südhemmern kommt und vom Hof von Blue Eyes. Ja, muss man dazu noch irgendwas sagen, meine Herrschaften? Außer kauft Honigmilch in rauen Mengen. Die Honigmilch eignet sich übrigens auch perfekt als Grundlage für ein Dressing. Jetzt werden sich manche fragen, was soll ich mit dem Dressing? Ja, das Dressing ist natürlich für die herrliche Mahlzeit mit dem Blue Eyes Südhemmener Blue Eyes Salat. Garniert mit Blue Eyes Südhemmener Karotten. Und wer mag, bei Bedarf, kann sich auch eine Südhemmener Zwiebel, übrigens auch vom Blue Eyes, dort hinein schnibbeln. Ihr seht also, hier bei Blue Eyes seid ihr bestens versorgt. Also zieht nach Südhemmern, meine Lieben. Und ihr werdet nie wieder Hunger oder Durst leiden müssen. So. Und ich glaube, mal gucken, wo war der Sky? Muss doch hier auch sein. Nur ein Stück rechts nehme ich mal. Hier ist die Schnapsbrennerei. Ja, hier ist der Sky. Und da auf dem Hof ist natürlich auch der Verkauf der guten Honigmilch. So. Kann man die auch hier verkaufen? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Honigmilch wird hier nicht angenommen. Ist aber klar, weil Honigmilch wird natürlich beim Dorfladen angenommen. So, und da läuft sie raus, unsere wunderbare Honigmilch. Die Milch läuft raus, der Kontostand steigt an. So muss das sein. Hier sieht ihr also, hier ist die Verkaufsfläche. Kann man übrigens auch die Bienenwaben, also die der Schreiner macht, kann man hier auch so verkaufen. Man kann natürlich den Honig normal verkaufen und ich weiß nicht genau, ob man hier wahrscheinlich auch normale Milch verkaufen kann. Aber gut, da haben wir natürlich. Gibt es denn da überhaupt eine Preise? Sagen wir, da haben wir noch gar nicht geguckt. Wenn wir mal auf Preise gehen. Ne, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Dorfladen, doch. So, der Dorfladen kauft also Honig. Honigmilch. Oh, Alter, Honig 2400! Was das ist, weiß ich nicht genau. Das werden dann aber die Bienenwaben, also diese, die wir schreinern, 3700. Also die Preise sind hier im Dorfladen exorbitant. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der auch normale Milch noch kauft. Ich glaube, normale Milch ist hier weiter gar nicht zwingend eingetragen als Fruchtart. Da ist die Haarmilch. Die nimmt er nicht. Haarmilch nimmt der Edeka. Gut, also Milch ist jetzt so an und für sich nicht eingetragen. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass der Honig hier natürlich 2400 und die Honigmilch nur 608, ne? Wenn wir glatt bei Gelegenheit mal ganz schnell ein bisschen Honig verkaufen. 5800 für ein bisschen Honigmilch. Kann man, glaube ich, nicht drüber meckern. Also wie gesagt, ich finde den Kreislauf an und für sich echt sehr schön gemacht. Wir können noch mal eben einmal schnell einen Blick schmeißen, was unser Siege-Siege aus dem Sägewerk macht. Da können wir nur dahin hüpfen. So, bam, 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 bam. Wenn er sich mal entscheiden würde, in welche Richtung, in die Richtung. Laufen wir mal ein bisschen schneller. So,
sollen wir auf die richtige Seite gehen. Ja, ja. Keine Kommentare. So, hier ist Sägewerk von Sigi Säge. Ihr seht, er hat jetzt auch am Maschinenpark einmal den Gabelstapler, der war schon bekannt. Er hat jetzt aber zusätzlich nochmal einen John Deere bekommen, mit dem man dann auch die Hackschnitzel, die ja hier als Nebenprodukt entstehen, die verkaufen wir dann immer direkt am Heizwerk hier oder am Strohkraftwerk hier unten. Da fahren wir dann die Hackschnitzel hin, verkaufen die da. Hier die Palettenproduktion läuft hoffentlich noch. Hier ist irgendwas rot, das ist das Rücklicht von seinem Roller. Solange der Monitor läuft, produziert das auch, ne? Ich glaube, das konnte man verbindlich sagen. Ja, Brennstoffe, also Stroh haben wir dann noch 23% drin, Holz ist auch noch 37% drin. Hackschnitzel und Bretterpaletten sind am Laufen. Für den John Deere, der hier steht, haben wir also einmal eine Schaufel natürlich für die Hackschnitzel, haben aber auch gleichzeitig so eine Poltergabel noch. Das heißt, wenn das Holz hier knapp wird, werden wir auf ganz kurzen Dienstwege das Holz einfach aus den nebenherliegenden Wäldern holen, wenn da gar keinen großen Akt von machen. Ist ja sinnlos. Ziehen wir einfach hier rüber. Hier haben wir schon ein bisschen Bretter noch in Reserve. Die habe ich hier wunderschön aufgestapelt. Also das Sägewerk läuft. Ja, wie geschnitten Holz. Ja, dann hüpfen wir noch mal einmal eben zum Hof zurück. Orientieren. Wissen wir, wo wir sind? Laufen wieder ein bisschen schneller. Und hier läuft alles wie gehabt. Jetzt gucken wir mal eben vorher. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Wie viele Bienenstöcke hier stehen. Ich glaube, mehr als, weiß ich gar nicht, wie viele da reingehen im Endeffekt. Was hier irgendwo sehen. 48 Bienenstock. Ja, 48 kann man wahrscheinlich höher machen. Wir gucken. Wir merken uns jetzt mal 78, das heißt 48%. So, den hat er definitiv reingesetzt. Jetzt haben wir 106. 66%. Ich weiß leider noch nicht so ganz genau, also hier steht jetzt 28, ich weiß aber nicht, wo die sind. Also angeblich sind jetzt 28 Bienenstöcke ja fertig, ich weiß aber nicht, wo die sind. Und er macht jetzt auch leider nicht weiter. Also den stellt er jetzt dann wohl gleich, ja, wo immer er ihn jetzt hingestellt hat. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwo noch eine andere Lagerfläche dafür gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe jedenfalls definitiv noch keine 28 Bienenstöcke verbaut. Ne, ich weiß nicht. Und er stand ja hier eben definitiv mit einem fertigen. Wo hat er den jetzt hin? Also, und diese 28 hier, ich weiß es nicht. Ich meine, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber irgendwo müssen sie sein. Und die 28 zählt ja, denke ich, für fertige Bienenstöcke. Wir gucken jetzt mal, jetzt macht er ja wieder einen fertig, den würde er wahrscheinlich dann wieder hier draußen hinstellen. Jetzt steht 28 da, mal gucken, was da gleich steht. Jetzt macht er noch ein Deckelchen drauf. Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Steht auch noch 28 da. Wo hat er den jetzt wieder hingestellt? Jetzt fällt da was hin. Zack. Ach, geht die Zeit erst, wenn er fertig ist oder was? 39. Aber ist jetzt ja fertig, ne? Gucken mal, was passiert. Lassen ihn mal ein bisschen schneller machen hier. Ja, ihr seht, er arbeitet auch Nachtschicht und alles. Oder sind das irgendwie die Prozent, dass er erst bei 100 fertig ist? Ne, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wirklich. Er lässt sich übrigens von der Zeit nicht beeinflussen.
also im Arbeitstempo. So, jetzt macht er einen Deckel drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt mit dem Teil macht. Die Rinder brauchen Stroh, ich weiß. Okay, jetzt bleibt er stehen. Jetzt nehmen wir den mal weg. Rein. Ich mache das eigentlich ungern mit dem Zeitvorstellen so aus Jux und Dollerei quasi, aber was soll man machen? Er steht hier immer noch. Naja gut, er wird schon wissen, was er tut. Das läuft ja einigermaßen rundweg. So, dann werden wir noch mal eben Stroh schnell zu den Tieren bringen. Ganz außen rum wieder. Hier meinen fantastischen neuen Teleskoplader. Weil ihr wisst ja, immer den Überblick behalten. Finde ich geil. Das Problem ist nur, wenn man einmal die mittlere Taste gedrückt hat, fährt er von alleine. Bis man ihn dann wieder gestoppt hat. Das weiß ich auch nicht so genau. Beim ersten Mal war ich ziemlich erschrocken. So, dann schmeißen wir hier nochmal eben so einen Haufen Strohballen in den Futtermischwagen. Also in den großen Futtermischwagen, den wir eigentlich nur als Strohhäckselwagen nehmen. Etwas im Überblick behalten. Ja, nun fall doch rein. Zack, zack, zack. Also ich finde das von der Sache her mit diesem Teleskoplader echt nice gemacht. Ist eben auch ganz gut, wenn man immer Holz oder irgendwas verlädt, dann kann man da wirklich ganz gut drüber wegsehen und ausheben. Ist das Ding einfach stylisch. So, dann nehmen wir den auch noch eben mit. Ach schade, man kann zwar Anhänger, aber offensichtlich nicht den Futtermischwagen. Hätte ich noch nicht versucht, wäre jetzt auch interessant gewesen, wenn es einfach mal so geklappt hätte. Hat es aber nicht. Aber das sind wir ja gewöhnt. So, zack. Licht aus. Schnappen wir uns mal eben noch ein Treckerchen. Der Deutz ist im Moment zum Pflügen draußen, der Große. Also müssen wir das mit dem... Und der Kleine ist beim... Juhu. Wir haben hier gar keinen Trecker mehr frei. Außer den John Deere da oben. Da müssen wir das Frontgewicht abhängen. Dann haben wir natürlich den... Valtra, der steht beim Bio-Dorfladen. Nicht beim Bio, um Gottes Willen. Ich nehme alles zurück. Der steht beim Dorfladen. Der Deutz ist zum Pflügen draußen.
das Frontgewicht stellen wir natürlich gleich wieder so ab, wo wir es auch wiederfinden. Ich habe mir das immer mal angewöhnt, alle so diese Anbauteile hier so ein bisschen rund um diese Insel der Ruhe quasi aufzubauen. Da weiß man immer, wo man sie auch wiederfindet. So, und dann noch eben ein bisschen Stroh zu den Kühen. Und dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Das war jetzt die Honigmilch. Ja, den Honig selber, wie gesagt, einfach auf den Paletten, auf diesen Palettenwagen drauf. Oder man kann ihn auch in den einzelnen Kisten in so ein Pickup packen und dann halt verkaufen. Bringt halt augenscheinlich eine ganze Menge Kohle. Wie gesagt, wer da Bock drauf hat, schaut euch diesen Honigkreislauf mal an. Mir gefällt er, wie gesagt, sehr gut. Ich werde ihn jetzt auch nicht exzessiv betreiben, aber gerne immer mal wieder. Und damit danke ich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich jetzt oder wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr hoffentlich auch. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.